Hey Schosch Leute und willkommen zum Schosch zum Sonntag. Es ist mal wieder soweit, es ist mal wieder Sonntag und ich habe mir gedacht, ich halte euch mal wieder ein bisschen auf dem Laufenden, was so den Content betrifft, was so die Uploads betrifft, wie das Wertebefinden so ist und alles Mögliche in dem Sinne. Denn aktuell läuft es eigentlich ganz gut, muss ich sagen, jetzt seitdem ich hier mit Premiere ein bisschen mehr zurechtkomme. Hier muss ich nochmal schauen, wie ich das jetzt wieder mache, weil komischerweise alles, was von meinem Camcorder kommt, mag Premiere irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, ist totally weird. Deswegen muss ich mir da mal was einfallen lassen. Auf jeden Fall, was viel wichtiger ist, ich halte euch mal ein bisschen auf dem Laufenden, was Content angeht jetzt die nächsten paar Tage, Wochen etc. pp. Nämlich Resident Evil 7 geht zu Ende. Gott sei Loben, danke aber auch, weil... Ja, ihr habt's gewusst, ich bin kein Freund von diesem Spiel und ich habe das mehr als nur kundgetan in dem Punkt. Witzigerweise habe ich aber auch mehr als genug Leute im Stream gehabt, die gegen Ende dann wirklich meine Meinung geteilt haben. Und es dann hieß, ja Mensch, das ist quite Bullshit. Denn zum Abschluss, jetzt heute kommt das Finale und dann jetzt am Mittwoch kommt noch das Not a Hero DLC. Das habe ich nur gemacht, weil es halt, es war gratis, weil ich... Ich bin ganz ehrlich, die anderen DLCs, die will ich gar nicht, weil man hat mir schon gesagt, das ist überwiegend, entweder sind es Minigames oder halt DLCs so kurz, dass es schon eine Beleidigung ist, dafür 15 Euro zu verlangen. Und dementsprechend werde ich das nicht machen. Da werde ich weder mein Portemonnaie versprechen lassen, noch werde ich da meine Zeit für investieren, dass ich da das mache. Tue ich nicht. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ich habe zusammen mit Keks und Hohl, habe ich zusammen einen Podcast aufgenommen, wo wir wirklich mal ins Detail gehen, wirklich mal komplett beschreiben, was uns nicht gefallen hat und wo unser Problem liegt. Und ich hoffe, dass ich das hochladen kann, ohne dass Leute wirklich schlicht und ergreifend ihre Jimmys verlieren und sagen, wie kannst du es wagen, es nicht gut zu finden. Ich hoffe einfach, dass man sagt so, gut, ist deine Meinung, meine ist so und so, aber ich respektiere deine, respektiere bitte meine. Weil ich krieg dann gerne mal Kommentare, wo man mir einfach an den Kopf wirft, von wegen, ob ich auf den Kopf gefallen bin. Und ich denke mir so, hä? Hä? Warum soll ich deine Meinung jetzt respektieren, wenn du mich gerade wie ein Arschloch behandelst? Ich meine, sorry, aber irgendwo ist auch mal Schluss. Irgendwo sag ich mir auch mal, gut, Kumpel, dich nehme ich gar nicht erst ernst, wenn du mir so kommst. Dann lese ich gar nicht erst weiter. Von daher... Ich sage es immer wieder, respektiert die Meinung anderer, so wie ich eure respektieren würde, aber wenn man mir schon so kommt, dann sage ich echt so, you know what, fuck you. Da muss ich mich nicht mit absabbeln. Da muss ich mich echt nicht mit abtun und meine Zeit dafür vergeuden. Dann, was kommt noch? Richtig, die Compilation zu Snowboard Kids. Meine Güte, das war ein 5 Stunden Stream, den ich jetzt auf knapp 10 Minuten runtergebrochen habe. Wo aber echt eine Menge Editing drin steckt. Das kommt jetzt auch im Laufe nächster Woche. Und ich hoffe, da schaut ihr rein, weil das ist, wie gesagt, da habe ich eine Menge Arbeit wirklich reingesteckt. Das hat echt gedauert, bis das jetzt fertig ist. Ich muss jetzt noch so Finishing Touches machen, Thumbnail und dann kann ich das auch hochladen. Das kommt jetzt im Laufe dieser Woche. Dann, ja, der Podcast, der kommt auch noch wahrscheinlich Laufe dieser oder nächster Woche, je nachdem. Das habe ich. Denn als Nachfolgeprojekt zu Resident Evil 7 gibt es jetzt Banjo-Tooie. Ich habe mir gedacht, komm, dann machen wir mal wieder ein bisschen was etwas Oldschooligeres, etwas Down-to-Earth-mäßig Oldschooligeres. Vor allem, wenn es frisch von der N64 kommt, also nicht mal über Emulator, sondern fresh von der N64. Das ist immer noch am schönsten, zumal du dann keine Grafikfehler hast und dir die Scheiße nicht ständig abstürzt. Deswegen, das haben wir. Jetzt muss ich gerade mal nachgucken, ob ich nicht noch irgendwas vergessen habe. Na, ich habe noch eine Menge andere Content-Ideen, also die muss ich auch noch so dem dann und wann mal umsetzen. Aber das sind so die Sachen, die jetzt so in den nächsten Tagen kommen. Dann eine ganz wichtige Sache, erstmal natürlich immer vielen Dank, Patreons. Ne? Das möchte ich nur nochmal so, das habe ich nämlich fast schon wieder vergessen. Wenn man das Show zum Sonntag wirklich nicht täglich, wöchentlich macht, dann vergisst man solche Faktoren gern mal, dass sehr viele davon jetzt so lange aktiv sind. Deswegen vielen Dank euch. Und jeder, der mir da irgendwie mich unterstützen möchte für das, was ich tue, wäre super cool von euch, weiß ich sehr zu schätzen und ja, vielen, vielen Dank euch. Dann, was aber jetzt viel wichtiger ist, weil was mir aufgefallen ist, eine meiner größten Favos, sag ich mal so,
wo Leute am ehesten gucken mögen, ist Yu-Gi-Oh! Ich weiß nicht warum, woher das kommt, aber es ist irgendwie so. Und ich muss sagen, ich vermisse ja Spirit Caller, bin ich ganz ehrlich. Das Problem ist, ich habe letztens versucht, ich habe mir von meinem Vater hier, habe ich mir so ein SD-Karten-Lesegerät geholt, also ausgeliehen. Und habe gehofft, ich könnte damit irgendwie die Safe Games von Spirit Caller retten, von meinem Capture Card 3DS, der immer noch defekt ist und sich nicht reparieren lässt, weil das mich 250 Euro kosten würde, die ich nicht einfach überhabe. Und ja, by the way, kauft niemals ein 3DS, wenn da steht gratis Reparatur. Das ist nicht gratis Reparatur, dem wird irgendein Scheiß einfallen. Don't believe this. Auf jeden Fall, ja, ich habe das jetzt versucht irgendwie zu retten, die Safe Games, wenigstens das Safe Games, dass ich auf dem Emulator weitermachen kann. Problem ist, das ist ein DS-Spiel, kein 3DS-Spiel, ergo die Safe Games sind nicht auf SD-Karten, sondern auf integrierten Speichern, das habe ich da auch rausgekriegt. Ich habe die SD-Karte aus meinem 3DS rausgenommen, habe quasi Spirit Caller reingelegt und eigentlich dürfte er ja gar nichts speichern oder laden können, weil es alles auf der Dings ist. Aber, ja, truth be told, die Speicherdaten sind offenbar auf der DS-Cartridge von Spirit Caller, sprich, da weiß ich nicht, wie ich da rankommen soll oder ob ich da überhaupt irgendwie rankomme ohne extra Equipment. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ihr könnt jetzt unten in die Beschreibung gucken, da findet ihr einen Strawpoll-Link, wo ihr, weil ich mache das nicht über YouTube, YouTube kann nicht mal zählen. Das hat mir das letzte Voting über YouTube mal durchaus bewiesen. Und ihr könnt dann abstimmen, sollen wir Spirit Caller A nochmal neu machen oder B, wir machen den Nachfolger zu Spirit Caller von 5Ds, nämlich Stardust Accelerator, wo mehr eine richtige Storyline hat, sag ich mal. Und generell fast vom Prinzip her dasselbe ist als Spirit Caller. Oder wollt ihr wirklich, dass wir halt Spirit Caller nochmal neu machen? Das sind halt so die beiden Optionen. Das, weil ich kann es nicht retten leider, ich würde es liebend gerne. Aber ich möchte auch nicht solo wirklich hier sitzen und dann versuchen, was weiß ich wie viele Stunden am Progress wieder aufzuholen irgendwie. Weil ihr müsst ja mal dran denken. Wie lange saßen wir da dran? Das waren etliche Stunden immer, also 12, 20 Stunden mindestens. Also würde ich mindestens schätzen, saßen wir da dran und haben da alles Mögliche gemacht. Deswegen ist halt jetzt euch die Entscheidung, wollt ihr da lieber was Neues? Weil ich würde lieben gern wieder ein neues Yu-Gi-Oh! Game mal anzocken. Und dann ist halt die Frage, möchtet ihr, dass wir Spirit Caller tatsächlich neu starten und dann dementsprechend weiterführen, soweit wir können? Oder wollt ihr lieber ein anderes Game und dann quasi da einen kompletten Neuanfang? Ist euch komplett überlassen, findet ihr unten in der Beschreibung. Ende ist, machen wir Dienstag. Sagen wir Dienstag. Dienstag um 18 Uhr ist Sense und dann gucke ich, was los ist. Und von daher, ich hoffe, da könnt ihr mal reinschauen, votet, was euch da lieber wäre. Weil, ja, wie gesagt, ich hätte gerne mal wieder ein Yu-Gi-Oh! auf meinem Kanal oder um genau zu sagen, meinem Twitch-Channel, weil das sind immer so die angenehmsten Projekte zu streamen irgendwo, weil du machst einfach. You just do it. Deswegen, it's fun. Dann, was ich als letztes gemacht habe, ich habe gestern mit Lini meine Ranks gemacht und in Overwatch bin jetzt wieder Platin eingerankt worden mit 27,72. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, weil Lini wollte auch unbedingt Platin werden. Die ist jetzt mitten in Gold drin, also wirklich fast genau in der Mitte. Und ich bin fast genau in der Mitte in Platin, also haben wir uns überlegt, ob wir noch weitermachen sollen. Ich bin am Überlegen, ob wir das privat machen oder ob wir das streamen sollen, weil komischerweise Ranked kommt immer um einiges besser an als Streams, als wenn ich einfach so Overwatch spiele, was immer faszinierend as fuck ist. Aber ich schätze mal, es liegt einfach daran, weil Rank generell spannender ist zu sehen als normale Quick-Play-Matches. Könnt ihr mir auch mal eure Meinung zu sagen, was ihr davon haltet. Weil ich glaube, ich hätte kein Problem damit, Ranked hin und wieder mal zu streamen. Weil, ne, ist Ranked. Klar, die Leute gehen immer auf den Piss, aber das tun sie in Quick-Play genauso. Also kann man ja fast schon seine Zeit vernünftig nutzen und mal ein bisschen, ne, bisschen ranken. Bisschen schnenken. So, und das Letzte, was mir jetzt einfällt, was ich jetzt nicht vergessen darf, ist
das Finale von Dust kommt heute auf Twitch. Da starten wir denn so, weiß auch nicht. Ich muss mal gucken. Ist heute alles zeitlich ein bisschen doof. Alles ein bisschen doof heute. Ich muss nämlich noch ein bisschen was machen. Ich lasse mir was einfallen. Findet ihr alles nachher auf Twitter und ne, genaue Zeiten, wann ich starte, weil ich habe jetzt gerade keinen Plan. Euch also noch einen restlichen schönen Tag, eine schöne restliche Woche. Ich muss jetzt mal loslegen, sonst wird das hier alles ein bisschen spät. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.